Fisch, eine wertvolle Ressource. Überall auf der Welt wird er gegessen, in allen Meeren gefischt. Doch Wissenschaftler sagen schon seit Jahren, dass wir sorgfältiger mit unseren Fischbeständen umgehen müssen. Laut der Welternährungsorganisation FAO sind 20% aller Fischbestände ernsthaft gefährdet. Greenpeace geht davon aus, dass bis 2050 die Meere leer gefischt sein werden, wenn wir unser Konsumverhalten nicht ändern. Es wird zu viel Fisch gegessen, als dass sich die Population erholen könnte. Ein Grund dafür sind die teils fragwürdigen Fangmethoden, die dazu beitragen, dass es eine große Menge an Beifang gibt. Im Allgemeinen werden ausbeuterische Fangmethoden den großindustriellen Fischern zugeschrieben. Doch gibt es überhaupt eine nachhaltige Alternative zu diesen? Könnte diese aus traditionellen Fangmethoden, wie sie früher die Fischer auf kleinen Kuttern angewendet haben, bestehen? Und wenn ja, gibt es diesen traditionellen Fischer überhaupt noch? Ja, ich würde schon sagen, dass wir auch traditionell immer noch sind, weil wir auch nach wie vor auch verkaufen so an die Direktkunden oder so. Wir schreiben das ins Internet, wenn wir einlaufen, und das ist nach wie vor an, ja, die Leute erfreuen sich daran. Nach wie vor hohe Beliebtheit hat die Krabbe hier an der deutschen Nordseeküste. Weil ich ja die Natur liebe und gerne draußen bin, an der frischen Luft. Und weil der Beruf einfach Spaß bringt und weil ich schon seit meinem Kindesalter am Angeln bin. Obwohl das damit eigentlich nichts zu tun hat, aber ist ähnlich. Ja, ich denke schon, dass da ein anderes Verhältnis hintersteht, ne? Andere Liebe auch dazu, zu dem ganzen Produkt, weil man sich schon Mühe gibt bei der Verarbeitung, einfach ein hochklassiges Produkt herzustellen, was die Krabbe ja ist. Ja, wir sind in einer großen Erzeugerorganisation. Da sind 110 Schiffe drin, um und bei, plus minus 10. Die haben wir uns vor ein paar Jahren zusammengeschlossen, damit die Preise stabil bleiben für uns Fischer. Weil ein paar Jahre davor ging der Preis damals runter auf 1,30 Euro und da war es vielen Fischern kaum noch möglich, dafür zu fischen. Weil der ganze Aufwand viel zu hoch war. Sprit, Arbeitslohn, das ging ziemlich in die Höhe und damit. Und seitdem sind die Preise stabil und alle Fischer sind zufrieden und jeder kann davon leben. Firma oder auch wir. Ja, also ich würde schon sagen, dass wir auch zum Teil Industriefischerei betreiben. Klar, im kleineren Maße, weil wir kriegen ja auch von großen Firmen unser Geld. Von daher ist es ähnlich, aber ja, es gibt halt größere Schiffe bis zu 24 Meter, die halt auch auf Krabbe gehen und da ist halt alles vollautomatisch. Wir sind noch einer von den traditionelleren Betrieben, die halt immer noch per Hand kochen. Das stirbt halt langsam aus. Die meisten Betriebe haben nämlich jetzt, oder das kommt immer mehr von Holland auch, dass große Kochstraßen an Deck stehen. Da ist alles vollautomatisch, da hat der Decksmann weniger zu arbeiten. Ja, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass wir immer noch traditioneller arbeiten. Und ja, mit Industriefischerei verbindet man ja auch immer negative Beispiele. Das ist ja eher aus der Konsumfischerei in Sachen Fisch. Das ist Industriefischerei, dieses Plattgemache von großen Schwärmen, dass so lange gefischt wird, bis der Schwarm auch wirklich abgefischt ist. Das machen wir ja nicht. Klar, der Arbeitsaufwand, der ist schon gestiegen die letzten Jahre, weil die Kutter auch dafür, weil früher mehr ausgerichtet sind, weil die Kutter früher wurde meistens nur Tagesfischerei gemacht, morgens raus, abends wieder rein und das am nächsten Tag dann nochmal. Aber mittlerweile sind wir auch lichtmäßig und alles drum und dran so ausgestattet, dass wir bis zu 3 Tage dürfen wir die Krabbe ja sowieso kühlen und dann müssen wir sowieso einlaufen und die anlanden. Und ja. Klar, der Arbeitsaufwand oder beziehungsweise der Aufwand oder ja, auf die Krabbe zu fischen ist schon gestiegen die letzten Jahre. Das merkt man schon teilweise, wenn wenig Krabbe zum Beispiel im Sommer da ist, dass auch wenig gefangen wird, weil halt viele Schiffe da sind und wirklich Stunden gemacht werden die ganze Woche, teilweise sogar 14 Tage am Stück, bis auf einmal einlaufen oder ein paar Mal einlaufen zwischendurch. Halt die 3-Tage-Regel muss man halt beachten, weil sonst nimmt die Firma die Krabben nicht mehr ab. Ja, man kann schon sagen, also, dass man das manchmal merken kann. Aber so wie jetzt im Herbst, wenn Hauptfangzeit ist, ja, ist eigentlich schon, kann jeder Fischer genug Krabben fischen, um davon zu leben. Ja, Umweltschutz ist schon ziemlich wichtig, weil wir leben ja von der Umwelt auch oder von der Natur deswegen. Und wenn wir die Natur kaputt machen würden, da hätten wir auf die Dauer selber nichts davon, weil wir uns dann unsere eigenen Fanggebiete kaputt machen. Und ja, wir setzen ja sowieso auch auf Selektivnetze, dass wir halt auch den Beifang, der geht direkt wieder über Bord, dass die kleinen Fische dann auch überleben und sich weiter vermehren.
So gesehen ja auch mit den Krabben. Die zu klein sind, die wandern direkt wieder über Bord und können dann weiter überleben und zu großen Krabben abwachsen. Eine grundlegende Regel in der Wirtschaft lautet, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Heutzutage wird so viel über nachhaltige Ernährung gesprochen, dass man meinen könnte, jeder würde auch auf die Herkunft seines Fisches achten. Doch ist dies wirklich so? Um dies zu überprüfen, fand eine stichprobenartige Umfrage im Multimabatt-Forum in Tönning statt, die dem Fischkonsumverhalten auf den Grund gehen wollte. Also wenn man überlegt, wie viel Fisch ich esse, ist es sicherlich maximal einmal im Monat. Ich esse sehr wenig Fleisch und auch wenig Fisch. Wenn ich Fisch kaufe, ist es in der Regel Tiefkühlfisch. Ich lebe in der Großstadt. Bei uns gibt es keine Frischfischgeschäfte direkt um die Ecke. Und deshalb würde ich einfach tiefgekühlten Fisch kaufen. Ich esse pro Woche vielleicht einmal Fisch ungefähr. Also ein Gericht mit Fisch, würde ich sagen. Ich achte insofern darauf, als dass ich auf dieses MSC-Siegel achte. Das ist mir schon relativ wichtig. Aber ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich auch nicht immer perfekt weiß, welcher Fisch jetzt gerade befischt ist und was nicht und so. Aber an sich, also ich versuche da schon meinen Konsum zu überprüfen, sagen wir mal so. Wir kaufen gerne auf dem Markt ein, den Fisch. Einfach, weil wir da schon, da hat schon meine Oma immer eingekauft bei dem Fischhändler. Und sonst kaufe ich halt tatsächlich da ein, wo ich gerade einkaufen bin. Also es kann Rewe oder Aldi oder Lidl oder Edeka. Fisch kann man überall kaufen. Auf dem Marktplatz, im Supermarkt oder im Fischladen. Doch woher stammt dieser Fisch und wer verdient am meisten an ihm? Ja, im Regelfall weiß ich, woher der Fisch kommt, den ich kaufe. Ja, man kann schon wissen, woher der Fisch kommt. Also zum einen wird es meines Wissens überall ausgeschrieben. Zum anderen ist es in unserem Falle relativ einfach. Wir kaufen meistens den Fisch von den Fischern bei uns. Da ich nicht unbedingt an der See wohne, sondern eher im Berliner Raum, weiß ich das nicht immer zwingend, weil da meistens nicht Fangfisch ist, frisch ist, vermute ich. Also weiß ich nicht, woher der Fisch kommt. Ich weiß es eigentlich nur, wenn ich ein Fischfilet, wie heißt es, irgendwas esse, wo das Fanggebiet draufsteht. Und dann so ein Nordatlantik, sowas in der Art. Wichtig ist, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Fisch nicht selbstverständlich ist. Erst dann kann es in der Gesellschaft eine ernsthafte Debatte über unseren Fischkonsum geben. Diese sollte zu Maßnahmen führen, die den Beifang reduzieren und unser Ökosystem schonen. Seinen Fisch direkt vom Kutter zu kaufen, ist ein erster Schritt hin zu diesem Bewusstsein. Doch das Problem ist, dass die wenigsten überhaupt die Möglichkeit dazu haben. Selbst wenn man das Meer direkt vor der Haustür hat, kann man sich der Herkunft des Fisches nur sicher sein, wenn man ihn direkt vom Fischer kauft. Dies kann man mit Hilfe von Internetseiten wie www.fischvomkutter.de herausfinden. Hier werden Standorte des Direktverkaufs von Fisch, Krabben und Muscheln angezeigt. Nur wenige Siegel, wie zum Beispiel von MSC, weisen auf die Herkunft des Fisches hin. Jedoch ist auch hier die Handelskette bis zurück zum Fischer nicht klar durchschaubar. Da es fast unmöglich ist, die Herkunft des Fisches in Erfahrung zu bringen, ist es umso wichtiger, hartnäckig zu bleiben und nachzufragen.